Wie ihr vielleicht wisst, arbeiten wir ja mit der Firma Schecker zusammen. Und jetzt ist wieder soweit, wir haben ein neues Hundeleckerli-Rezept bekommen und das machen wir jetzt. Und wir brauchen auch gar nicht viel. Eine Karotte, ein Ei, einen Apfel, ein bisschen Kartoffeln, Entenmehl natürlich und von Schecker das Kokosöl. Das wird im Thermomix alles zerhäckselt und dann kommt es in die Knochenform rein. Nicht wundern, dass sie so ausschaut, aber die ist sehr oft im Einsatz. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Also, ich habe jetzt schon mal alles klein geschnitten. Kartoffeln habe ich geschält und in Stücke geschnitten. Karotte gewaschen und auch in Stücke. Und den Apfel auch gewaschen und in Stücke geschnitten. Schale könntest du da dran lassen, das ist wurscht. Bloß bei der Kartoffel muss Schale weg. Das Ganze kommt jetzt in Thermomix und wird mal zerkleinert. So, alles im Thermomix drin. Das wird jetzt zerkleinert. Ich mache jetzt einfach mal so 6 Sekunden auf der Stufe 6 und dann schauen wir es uns an. So, drücken wir mal rein. Ja, perfekt. Und dann geht's weiter. So, ein Ei ist drin. Dann habe ich 250 Gramm Entenmehl dazugeben. Also einfach das hier. Und dann habe ich noch 2 Esslöffel Kokosöl dazu gegeben. Und jetzt wird das Ganze nochmal püriert. Ich schiebe das jetzt noch alles mit dem Spatel runter und dann mache ich einfach mal 10 auf 10 oder so, dass es richtig schön fein wird. 10 Sekunden Stufe 10 passt perfekt. Jetzt haben wir hier so eine Masse. Die schmiere ich jetzt in die Knochenform und dann kommt es für circa 15 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Genau. So, Leckerlis sind fertig gebacken und sind jetzt auch schon abgekühlt. So schauen sie aus. Die von der Menge her hat es genau für zweimal die Form gereicht. Und ja, ich werde jetzt einfach so easy rausdrücken und dann ein Gönni geben. Genau. Also, falls ihr auch Interesse habt an einem Entenmehl, Kokosöl oder jede Menge Spielzeug und Zubehör für den Hund, dann schaut es doch gerne mal bei Shaker vorbei. Und wir haben auch wieder einen Rabattcode für euch und zwar RUCKZUCKMANU2 heißt er. Da könnt ihr euch 15% sparen. Und ja, genau, dann viel Spaß beim Shoppen und viel Spaß beim Backen.